Hey Leute, Mario, und willkommen zu einer weiteren Reaktion. Und zwar heute reagieren wir auf das Video Clash Royales, deprimierender Downfall. Weil seit ich wieder Brawl Stars spiele, kriege ich auch häufiger Kommentare, wo mir Leute sagen, ey Bardor, kannst du nochmal Clash of Clans spielen? Und da denke ich mir, ey, das Spiel ist irgendwie 14 Jahre alt, warum soll ich was dazu machen? Was aber halt noch viel seltener passiert ist, dass Leute mich nach Clash Royale fragen. Und da wurde mir passend dieses Video dazu vorgeschlagen. Ich hatte mir privat die erste Minute angeguckt und da wurde, glaube ich, schon gesagt, dass Clash Royale aktuell weniger gespielt wird oder weniger Umsatz macht als Heyday. Und Clash Royale hat ja auch letztes Jahr oder dieses Jahr ihre zwei Community-Mitarbeiter gefeuert, ausgetauscht, was ja auch nie ein gutes Zeichen ist. Und deswegen dachte ich mir, reagiere ich mal hier auf das Video. Und wir können mal rausfinden, was mit Clash Royale los ist. Ist eine Sache, die wenig erwähnt wird, aber es dauert einfach sehr, sehr lange, bis du in Clash Royale wirklich competitive mithalten kannst mit anderen Leuten, weil es halt ewig dauert, ein Team auf maximal Level zu haben. Und bei Brawl Stars ist es sehr leicht, einen einzelnen Brawler auf maximal Level zu haben. I already know. You either don't know who I am, or you're wondering why am I uploading this game. Ich weiß nicht, wer er ist. Und ich weiß auch nicht, warum er das Game hochlädt. Es wurde mir einfach vorgeschlagen. By the way, kauf keine Plastikflaschen. Ich hab's gemacht, aus Versehen. Because I upload this game once every 6 months. And I just want to preface, so my main game, if you don't know who I am, has been Brawl Stars, made by the same publisher as Clash Royale. And I've been playing that for 6 years. Clash Royale hat ja, glaube ich, auch ein größeres Update jetzt rausgebracht. Ich verfolge Clash Royale jetzt nicht wirklich aktiv, aber ich krieg so lose mit, wenn da was passiert. Ja, aber es schlägt halt nicht mehr so diese großen Wellen, dass man da irgendwas von mitkriegt. Das Marketing von Supercell scheint sich ja auch aktuell sehr stark auf Squadbusters und halt Brawl Stars zu fokussieren. Still a game that I want to do well, and I have no hate to the developers, I have no hate to the publisher, I have no hate to the community, nothing like that. But everything I say in this video is going to be like for worry of this game, because more recently, and a big reason why I'm making this video, is the fact that Clash Royale's revenue is dipping. Either that or the other games are just doing better. Like, it fell below Heyday and nothing against Heyday. Das ist crazy, ne? Weniger Geld zu machen als Heyday. Das hier ist Heyday. Und das Spiel macht mehr Geld jeden Monat als Clash Royale. Game-Up sieht halt nicht unbedingt nach so einem super hochwertigen Game aus. Ich habe gegoogelt, 2012. Sieht aus nach einem Spiel, was noch aus dieser Browser-Games-Ära stammt und nicht aus der Handy-Games-Ära. Dog, aka Clash Royale, which has been their biggest game for years, wouldn't drop under something like Heyday, which is a really niche game. But yeah, this was always their biggest game ever since it came out. Besides, you know, Clash of Clans has its own niche as well for like base building and that kind of stuff. But like, this is their biggest like PvP game that is like the, everyone really saw it as like the face of Supercell. And this so YouTuber wie Trimax haben mit Clash Royale ihren ersten großen Sprung nach oben geschafft. Mein Kumpel Stanflay hat mit Clash Royale auch seinen ersten Sprung nach vorne geschafft. Also gut, wenn wir jetzt in die Stanlore gehen, da war das zuerst mit Case Clicker, das kennt keiner, dann Clash Royale und dann Fortnite. Ne, aber Clash Royale war für viele YouTuber wirklich ein Sprung nach oben, auch für viele Brawl Stars YouTuber. Das hat auf jeden Fall viele Creator erschaffen. What's been going on and things that they haven't been changing, it makes me think that the future of this game is just like horrible. I don't exactly know, but like I just kind of want to go through it a little bit. Like, for example, two new features that came out in the game recently, the Void and the Dagger Duchess. If you habe ich von beiden noch nichts gehört. Were to buy the offer for both of them, which, mind you, is two new cards in this game that has 111 cards, like a $70 game, because I think the Dagger Duchess offer was more than this because it's a legendary. Ja, günstig. Das Ding ist, das kannst du nicht vergleichen. So Ingame-Käufe sind nochmal eine ganz eigene Welt. Leute zahlen auch gerne 20 Euro für irgendeinen Skin. Ich habe auch schon häufiger mal 20 oder sogar 30 Euro für kosmetische Gegenstände bezahlt. In Rocket League habe ich schon hunderte Euros für kosmetische Gegenstände bezahlt. Das kannst du nicht vergleichen mit einem richtigen Spielekauf. Aber sollte man eigentlich vergleichen? Weil kosmetische Gegenstände oder sich da irgendwas zu kaufen ingame, weiß ich nicht. Man muss ja immer so ein bisschen den Spielspaß hochwerten und mit einem vollwertigen Spiel hast du in der Regel wahrscheinlich mehr Spaß. This just happens every time, like a new feature comes out. Now, imagine this in the eyes of. Ich muss aber auch dazu sagen, sorry, ich unterbreche das Video so oft, aber die können die Preise so hoch machen, weil Clash Royale einfach weiß, dass sehr viele Leute einfach süchtig nach diesem Spiel sind und dass die auch bereit sind, 30 Euro auszugeben, um eine Karte halt früher zu haben. In Brawl Stars kannst du ja auch 20 Euro ausgeben, um einen Brawler 2 Wochen vorher zu spielen. Das machen die ja nicht just for fun, sondern die machen das, weil die wissen, dass Leute das Geld dafür ausgeben werden. Ich bin auch der Meinung, solange Leute so dumm sind, das zu bezahlen,
auch bei Brawl Stars, ich bin auch so dumm. Ich muss so dumm sein, weil ich muss hier die Videos. Aber egal, sagen Leute so dumm sind, um das zu bezahlen, werden die auch weiterhin so Angebote machen. If you want, you could just spend thousands of dollars, and which, you know, you could do this in every Supercell game, but like, they just throw it in your face a lot. Ich meine, um Accounts zu maxen in Clash Royale, musstest du mal 10.000 Euro ausgeben. Ich habe die Zahl irgendwo mal gehört. Inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen günstiger. Aber so diese Zahl, die ist mal rumgeschwirrt. Aber auf jeden Fall, du musst tausende Euros ausgeben, um einen Account aufs maximale Level zu kriegen in diesem Spiel. More in this game. And they make you almost have to do it in this game more than the other ones. And I actually want to compare Brawl Stars to this game. But in this game, it's more so you need to spend money to win in general. Because if you're facing somebody who's a big spender in this game and you're not, it's going to take a significant amount of effort on your part compared to their part to win. Das ist auch mein Problem gewesen mit Clash Royale. Ich war und bin kein guter Clash Royale-Spieler, aber man hat irgendwann bei den Spielen immer eine Mauer erreicht, wo es nicht weiterging. Und der Grund dafür war nicht ein Skill-Problem. Also du hast gegen Leute gespielt, die waren ungefähr so gut wie du oder halt sogar oft schlechter, aber die haben dich halt häufiger besiegt, weil die halt bei jeder Karte ein bis drei Level über dir waren. Und ich wette, das ist nicht nur mir passiert. Safe habt ihr auch diese Mauer gehittet, wo es nicht weitergeht und es lag nicht daran, weil der Gegner besser war. And most of the time, your efforts could be rendered completely useless depending on what it is, especially with like early Evos in this game. Their Supercell PvP game, Brawl Stars. That game is very free to play friendly. It's not completely, but you can still get to a very good point within 1 year. In Brawl Stars brauchst du ja nicht mal ein Jahr, um auf einen guten Punkt zu kommen. Du brauchst halt einen Brawler, den du magst, levelst den hoch, farmst für eine Überladung. Und dann hast du Spaß mit denen. Kannst ihn auf 1000 pushen. Aber im Brawl Stars ist hier nochmal so ein bisschen anders zum Hochspielen, weil für mich persönlich, ich will eigentlich nur Gesamttrophäen hochpushen und einzelne Brawler auf 1000 bringen. Das sind so meine zwei Ziele. Und in Clash Royale willst du halt in der Liga aufsteigen, wobei das Ligasystem hat sich auch nochmal verändert im letzten Jahr, ne? Das weiß ich schon gar nicht mehr, wie das jetzt genau ist. Meaning like, like the Dagger Duchess, if you're not running this, you're playing the game wrong. Like, that's a problem. A new feature shouldn't be this big thing that like, you either play this or you're fucking messing up. Like that right there is kind of a problem. Oh, that's gonna activate King Tower. Ja gut, in Brawl Stars hast du das mit Mutationen gehabt, dass du manche Spielmodi ja nicht spielen konntest, es sei denn, du hast halt die overpowered Mutation genommen. Aber das war halt ein kurzweiliger Ausrutscher so gesehen. Und man konnte die Mutation ja auch einfach ignorieren. But yeah, where was I? Like, again, you can get to a very good spot in Brawl Stars. And another big thing about spending money in other Supercell games is you don't have to worry as much in other games about like, let's say, if I buy the... Die neue Fähigkeit sieht aber cool aus. Ich habe die jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Ding ist cool aus. This offer, is this shit gonna be meaningless in a year? Because the way I think of it in this game is like, if I buy an offer in Clash Royale, instead of another game, what's the game gonna look like in a year? Like, are they just gonna add a bunch of new shit that... Passt aber auch zu Brawl Stars. In Brawl Stars kannst du dir auch eine Hyperladung im Shop kaufen und es kann sein, dass die in 3 oder 4 Wochen aus der Meta rutscht und dann schwach ist. Das weißt du bei so Spielen ja nie, was die Meta ist. Because like, realistically, I was finally getting close to being maxed out in this game after years. Again, I played this game since day one, and I only took a couple breaks, but all of that, just for my progression to be here, like I'm getting close to being maxed out, with one update, I'm not here. Bei Clash Royale werden häufiger neue Level reingeknallt. Also das maximale Level, das wäre so wie in Brawl Stars, das maximale Level auf einmal 12 ist. Das verändert ja nicht, das gibt den Spielern nur mehr, wozu man grinden muss, plus macht, dass du mehr ausgeben musst, theoretisch. Wird in Brawl Stars aber auch irgendwann passieren. 100.000%. That's the only incentive to buy the pass. Like, is there anything else in here besides just normal progression that like... Ja, das ist aber auch einfach das Problem, wenn ein Spiel, also sag mal, wenn ein Handyspiel so lange lebt, dass da dauernd neue Sachen hinzukommen. Irgendwann ist das Spiel halt zu voll gekleistert und dann ist es schwer, was reinzuhauen ins Spiel, was wirklich was bedeutet, was wirklich was verändert. Aus meiner Sicht ist Brawl Stars ja auch ein bisschen zu gekleistert. Kann schon ein bisschen überwältigend sein. Ich meine, du hast einen normalen Angriff, du hast einen Super, du hast ein Gadget, du hast Hyperladungen, du hast noch Gears, die du sammeln kannst. Dazu haben die meisten 2 Star-Powern, 2 Gadgets, manche haben besondere Ausrüstung. Irgendwann kommt bestimmt nochmal eine zweite Hyperladung für alle rein. Dann gibt's 1000 Sachen, die du sammeln kannst. Also muss man sagen, ist schon sehr zugekleistert. Another thing that, like, if you don't pay for it right away, chances are you're not gonna be able to use it at a competitive level. They
They break the integrity of the game. Now, on paper, I think that stuff like Tower Troops is actually good. I think that EVOs are insanely cool on paper, because it's one of the first times, if not the first time, that they're adding new shit to existing cards. The game's revenue dipping that far down, especially from its peak, like, it's not just a phase that the game is going through. The game is dying. Aber schon länger. Ist jetzt nicht so, dass Clash Royale erst seit neuestem am Sterben ist. Ich habe das Gefühl, Clash Royale ist dauerhaft am Sterben. Manchmal kommt ein cooles Update, was das Spiel mal kurz wieder so überlebt für 2-3 Wochen. Und dann ist es wieder am Sterben für eine Zeit. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gab es mal eine Phase, da habe ich auch wieder Clash Royale gemacht für so ein paar Wochen. Da war es auch wieder interessant, aber es ist halt wieder wahrscheinlich einfach tot. Everything that they've been doing, all these like shady ways to make people spend money on the game, it's making people either quit or just stop spending money. But now I see no reason to spend another dollar on this game. And I don't hate the devs, I don't hate anything about that, but like, I hate what they're doing. Ist Clash Royale für euch noch peak mobiles Gameplay? Peak Handy Gameplay. Aber das Problem ist, ich glaube, was ist immer noch Peak. Zusammen mit Worldstars. Liegt einfach daran, okay, und Squadboss. Die Konkurrenz auf dem Handymarkt ist halt einfach scheiße. Die meisten geben sich nicht so richtig Mühe, ein größeres Game zu machen. Und die machen halt lieber halt 20 kleine Spiele, mit denen die dann halt Geld machen können. Ich glaube, auch für neue Spieler ist das immer noch ein gutes Spiel. Nur neue Spieler greifen wahrscheinlich dann mehr Richtung Brawl Stars oder, ja gut, selbst Zweimax spielt nicht mehr Clash Royale, ne? Ich finde die Idee vom Video gut, nur das Video geht jetzt 17 Minuten und du hättest den Inhalt auch auf meiner Meinung nach 8 runterschneiden können und es wäre ein besseres Video, aber egal. Also, Clash Royale hat, so wie ich das jetzt verstanden habe aus dem Video, die Hardcore-Spieler so ein bisschen vergrault. Wenn einfach das maximale Level nach oben gestuft wurde, weil Leute haben gegrindet, um maximal Levels zu haben und die müssen jetzt dann nochmal wieder grinden für ein ganzes Level. Das mochten die nicht, okay. Clash Royale hat die Casual-Spieler vergrault, weil wenn neue Karten reinkommen, ist das entweder sehr teuer oder dauert sehr lange, bis du die neue Karte auf dem Level hast, wo du die spielen kannst. Und Clash Royale kriegt weniger neue Spieler hinzu, weil andere Spiele, wie zum Beispiel Brawl Stars oder Squadbusters, leichter sind zum Reinsteigen und leichter sind, um gut Fortschritt zu kriegen. Ja, wie gesagt, Brawl Stars, ein Brawler von Level 1 bis Level 11 mit Hyperladung, hast du halt schneller als eine Karte gemaxt. Aber es gibt ja immer noch tausende Spieler, die das spielen. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, spielt ihr noch Clash Royale? Habt ihr mitgekriegt, dass es schlecht steht um Clash Royale? Schreibt das mal alles in die Kommentare. Dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Originalvideo ist verlinkt. Bis dahin, Leute. Und ciao.